Guten Tag, der Uwe aus Thailand. So, heute gehen wir mal wieder was essen. Und zwar auf Abonnentenempfehlung. Soll keiner sagen, ich gehe nicht auf meine Abonnenten ein. Und zwar hat mir da eine Thailänderin geschrieben, hier sei auch ein gutes Lokal zum Essen. Was gibt es alles hier? Pad Kapau, Nudelsuppe, Nudeln, alles so. Typische Essen halt, ne? Wenn wir das jetzt mal testen. Und das ist hier, oben ist die Kreuzung und darunter geht es zum Mako. Wir sind in Sakunakorn und jetzt gehen wir mal essen. Schauen wir mal. Saft nehmen. Das Hühnchen da soll sehr lecker sein. Ein bisschen scharf hat es geheißen. Aber sieht doch mal lecker aus. Und kostet? 140 Baht. 1 Yang, 2 Yang, 40 Baht. 40, 50 Baht. Etwas mehr als 1 Euro. Bye, do it. Schon da. Jetzt gibt es heute Pad Kapau. Gai. Gai, also Hähnchen. Reis. Sapalot, Mu. Sapalot, Ananas. Mit Mu. Mit Schwein. Ja. Und diese. Das kenne ich aber auch noch gar nicht, du. Das kenne ich auch nicht. Typical. Was? Aber das ist frittiert. Schmeckt so ein bisschen wie Brot ist drin. Teig. Und ich glaube Hähnchen, ne? Oh, nee. Nur Gemüse. Nur Gemüse. Ja. Das ist wie Hähnchen. Mhm. Und das heißt? Gehört. Ich bin ja mehr so ein Suppenkasper, ne? Schöne Nudelsuppe. Bin ich schon glücklich mit. Also, Mahlzeit. Arroi. Sehr blöd. Sehr blöd. Da gibt es auch noch. Schön. Schmeckt gut. Also mit diesem Hähnchenfleisch-Gebällchen drin, bisschen Schwein ist dabei. Gemüse ist klar, Nudeln natürlich, sehr lecker. Und diese hier, die kenne ich deswegen nicht, weil die sind ursprünglich aus China kommen. Ist der Eigentümer aus China? Ja. Ach, das ist gar kein Thai, das ist ein Chinese. Nicht Chinese, aber vom Papa, Opa, Oma oder was ist das? Aber wenn er go to South Thailand, he hat also so viel, ja. Schmeckt gut also, ich finde. Deswegen kenne ich die auch gar nicht, aha. Mit scharfe Soße drin? Bisschen. Also schmeckt auch gut. Aloy. Aloy, ne? Jetzt wird sich der geneigte Zuschauer doch denken, wieso war der Uwe denn schon wieder in der Stadt einkaufen? Der war doch erst letzte Woche. Ich habe Angst. Das heißt Angst, ich habe Sorgen, dass wieder Lockdown kommt. Wie wir schon hatten im Februar, März, war der Lockdown da. Und dann war ja wieder alles zu, konntest nicht mehr einkaufen gehen. Gab es kein Alkohol mehr, ne? Die jetzt Elektroabteilung war ja alles dann zu. Nur noch das Nötigste konnte man einkaufen. Und da jetzt ja wieder schon Lockdown sind, südlich von Bangkok, Samut Prakan, ne? Ja, und da ist auch schon wieder jetzt zu und jetzt sagen wir ja schon wieder, oh, die sind so rumgereist dann da. Ne? Also ich habe schon meine Bedenken wieder, dass da wieder Lockdown kommt. Aber jetzt waren wir halt nochmal einkaufen, das haben wir nochmal richtig voll gemacht jetzt. Und dann sollten wir das dann auch reichen, wenn wieder mal ein Lockdown kommt. Ne? Das nur mal zur Information. Jetzt kannst du noch mal zeigen hier, wie der Laden hier so schön voll auf ist hier. So,
มีคนลูกค้าหลายนะจ๊ะมื้อนี้เต็มร้านเลยวิ่งกันใหญ่ค่ะเข้าใจไหมชื่อSo, kostet Loisib 120, 3 Euro, ne? Ja, 3 Euro so. Ne? Essen, trinken, schön. Wir sind alle satt. Und dann kommen wir zum Schim, ob es lecker ist. Mehr lecker. Okay.Hier vom Essen in Sakona Gordon, hat gut geschmeckt. Der Chef an meiner Seite hier, war alles sehr lecker, wir sind satt geworden. Kann man empfehlen. Das war's jetzt. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe aus Thailand. ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะฝากร้านเครือวันด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะขอบคุณครับ